Ihr Lieben, heute gibt es ein Video über das Stadtmuseum von Sowetsk, also in der alten Stadt Tilsit. Und wir haben die Jekaterina hier, die uns eine kleine Führung macht. Erstmal guten Tag, liebe Jekaterina. Ja, ich grüße alle Zuschauer vom Spätkanal. Wir begrüßen Sie im kleinen, aber sehr gemütlichen Museum vom Tilsit und heutigem Sowetsk. Offizieller Name unserer Einrichtung ist Museum für Stadtgeschichte Sowetsk. Mhm. Ja, und jetzt zeigen wir gleich einen der entscheidenden Leute, der natürlich hier war. Der Napoleon, ja. Der kam hierher mit dem Krieg. Und er wollte die Königin und den König von hier eigentlich entmachten. Ja. Ja, und der russische Zar, der Alexander, der hat alles dafür gemacht, dass die Staatlichkeit vom Preußen, vom preußischen Staat, vom Königreich erhalten bleibt. Mhm. Interessant zu hören, der sich dafür Preußen eingesetzt hat, damals ja, schon. Er hat die Königin und den König als eigene, sehr nahestehende Freunde empfunden und er hat alles versucht, damit die Position des Königs nicht angetastet wird und die Königin auch den Krieg übersteht. Sie hat ihre Kinder nach Memel gebracht und zum Napoleon kam sie aus Memel angereist. Hier zeigen wir eine Skulpturgruppe von ihr und ihrer Schwester Friederike. Ach, die war auch hier, Friederike? Nee, die war nicht hier. Nein. Aber die Luise kam hierher, ja, um mit Napoleon zu verhandeln und sie sollte diese diplomatische Mission. Hm. Wir haben heute den Tag der Diplomatie, der 10. Februar. Ah, und hier passt es genau richtig. Ja, dieses Treffen zwischen Napoleon und der Luise, gestört durch ihren Mann, der eifersüchtige König Friedrich Wilhelm III. Ja. Kam hinein und der Napoleon musste leider loslegen. Ja, das wusste ich gar nicht, dass der gestört hat da. Interessant, das von dir jetzt zu hören. Er hat die Luise sehr geliebt und er hat natürlich bei Napoleon hat er einen Konkurrenten gesehen. Aha. Ja, er sollte sie schützen. Ja, ja, und das war dieser Schutzmotiv, was ihn dazu gebracht hat, die Tür des geschlossenen Raumes zu öffnen und dem Napoleon gegenüberzutreten. War gar nicht vorgesehen. Nein, so in der Weise. Keiner hat das erwartet. Aha. Ja, er war im Korridor dieses Hauses. Das war Mühlenhaus damals in Tilsit, ein sehr sehr einfache Residenz vom Königspaar. Mhm. Luise hat übrigens hier nicht übernachtet. Sie war bei Piktopönen beim Pfarrer, im Pfarrhaus hat sie übernachtet. Aha. Also hier fand nur das Treffen mit dem König statt. Ja, ja. Mit dem Kaiser statt. Napoleon, ja. Und hier haben wir ja, das sehe ich sofort jetzt, hier haben wir die beiden Schwestern. Ja, die beiden Schwestern. Und das mit war ein Geburtstagsgeschenk von ein paar Jahren. Sie sehen hier den Namen Gerhard Seidemann. Das ist ein Verehrer von der Königin. Ja. Der hat diese Skulpturkomposition in Berlin erworben und hat es unserem Museum geschenkt. Das ist aber sehr schön, das ist aber fein. Ich wundere mich, dass ihr das habt. Ne? Das ist nicht das Einzige, was er geschenkt so hat. Zum Beispiel sehen wir hier auch die Kopie vom Friedenstraktat, der zwischen Preußen und Frankreich geschlossen war. Das war am 9. Juli
1807. Aha. Und dann einige Tage später kam diese Ratifikationsurkunde und die war, wie wir sehen, von der Hand Napoleons unterschrieben. Aha. Ja, wir sehen diese Unterschrift Napoleon, ja. Vertikal. Wo ist Zentrum, die rechts jetzt? Rechts, das rechte Blatt, ja. Zentral ja. positioniert, ist die Unterschrift Napoleons. Aha. Die haben wir auch nochmal, die beiden Schwestern, die beiden, Luise und Friederike. Genau. Ja, und hier nochmal Luise extra. Ja, Luise extra. Und hier haben wir ein bisschen die einzelnen sehr schönen Figuren, ja, so verschiedene von verschiedenen Militär eben, ne? Alexander der Erste. Das ist der, ja, Alexander der Erste, der russische Zar. Kutuzov, ja, unser Feldherr. Feldmarschall. Ja. Und hier haben wir nochmal Alexander. Einige Gussaren. Mhm. Ja, und hier die Arten von Militäreinrichtungen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und natürlich der Alexander, der Retter von Preußen, ja. damals, der hat in einem sehr hübschen Haus residiert, das war Deutsche Straße 21, was interessant ist, in diesem Haus hat er 21 Tage gelebt und wenn wir noch das andere Haus dazu zählen, ja. das zweite Haus ist erhalten geblieben und liegt in der Gagariner 6, Gagarina 6, das Aha. ist das Haus, wo Alexander während des Friedensverhandlungen, während der Friedensverhandlungen residiert hat. Da hat er 14 Tage gewohnt und wenn wir das alles zusammenzählen, kommen wir auf 35 Tage vom Leben des russischen Zaren, der er hier in dieser Kleinstadt verbracht hat. Na ja, damals war sie ja nicht ganz so klein im Verhältnis, ne? Ja. Nicht? Schon, nicht? Heute ist sie das, aber früher... Aber Bekanntheit hat sie erst durch diese Ereignisse durch diese, bekommen. Ja, am Ende von Preußen fast oder so, sagen wir fast am Ende so. Ne? Die Grenze zu Russland fand damals bei Taurogen statt. Also das 30 Kilometer entfernt von Tilsit. Ja, das ist jetzt in Litauen jetzt. Ja, ne? Jetzt, ne? Ja, Taurogen ist mir sehr bekannt, der Begriff, von der Geschichte aus dem Geschichtsunterricht. Ne? Genau. Sag mal, und ich hatte ein Haus gesehen, das ist nicht weit von der Königin-Luise-Brücke, von der Grenze zu Litauen hin, ein Haus, ich weiß jetzt die Straße nicht, auf der, also auf einer Seite ist das Denkmal vom sozusagen den Friedensabschluss und auf der anderen Seite ist eine kleine Tafel an einem alten Haus, da hat der Zar Alexander I. auch gewohnt. Ist das genau, das, was das du meintest? Das haben wir erwähnt, das also ist die 14 Tage. Das waren die 14 Tage. Das waren die zwei Wochen, wo er da die Quartier hatte. Ja, es ist sehr reizvoll, wenn man davor steht vor dem Haus, man weiß, da hat damals 1807, ne? Ja, hat damals der Zar gewohnt. Ne? Das ist schon was ganz Besonderes. Schön, dass das Haus erhalten geblieben ist. Ne? Ja, ist aber keine Gedenkstätte drin, nee, das nicht. Noch nicht. Man hat darüber diskutiert in der Stadtverwaltung, dass man das als ein Quartier des Alexanders einrichten könnte. Ja. Aber dazu muss man die Bewohner übersiedeln. Oh ja, das ist schwierig. Ja, und das ist keine leichte Angelegenheit. Nein, auf keinen Fall. Aber damit muss man anfangen, wenn man sowas ins Leben rufen möchte. Ja, so peu à peu entwickeln dann, dass die, dass die heutigen Bewohner natürlich eine gute Lösung finden und wieder eine gute Unterkunft haben, selbstverständlich. Das wird man schon machen dann. Ne? Das Haus hat eine sehr alte hölzerne Treppe. Ach so? Ja, die führt in die erste Etage, ins erste Stock und dann kann man das Haus durchgehen und dann die Treppe runter und man kommt in ein sehr schönes in einen sehr schönen Hof herein, wo man die Fachwerkgebäude sieht vom alten Speicher. Aha. Ja, das ist eine sehr auch romantisch irgendwo. Sehr romantische Vierteljahr von der Stadt, also mit der Nadirjne, mit dem Ufer des Memels, der Memel. Die ist ja nicht weit weg eben. Ja. Genau. Also das muss ja sehr reizvoll sein, wenn man dann heutzutage auch diese Holztreppe selber hochginge. Ja, ne?
Das Haus, das ist ein kleiner Tipp vielleicht, Geheimtipp, hat kein, keine Schlüsselsystem an der Tür. Ach so. So kann man meistens das Haus einfach die Treppe begehen. Tatsächlich? Ja, ohne Störung. Oh, da kommt man so hinein ins Haus? Ja, noch. Ach, noch? Ist das, ja, nicht, da muss ich mal unbedingt nicht hinein. Nicht gesichert, ja. Mhm. Na, das ist ja sehr reizvoll, da mal die Treppe hochzugehen. Na, wunderschön ist das. Ja, ja, hier Katharina. Und jetzt machen wir noch so ein... ist das, was ist hier drüben? Das ist auch nochmal direkt von, vom alten Tilsit, ja? Exposition, die heißt aus der Geschichte Tilsits. Ach so. Mit vielen Sachen aus dem Alltagsleben der Tilsiter, die Brotschneidemaschine, die Gaszähler. Ja, sowas kenne ich sogar noch. Das ist solchen alten Gaszähler. Das ist ein elektrischer Zähler von Siemens. Ja, die AEG ist auch eine bekannte Firma. Natürlich, ja. In Deutschland. Ja, 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 ja. Ja, interessant. Na, schaue ich nur mal so kurz. Ja. Ja, und hier haben wir die Werbetafeln. Ah ja, ja, die alten Reklame. Salamander, die Schuhfabrik, dann Maggi, das ist natürlich auch eine bekannte Firma. Natürlich, ja, ja, kennen wir alle in Deutschland. Hier sind auch die alten Schilder sogar, Straßenschilder ein bisschen. Ja, und Katrainer, das war Ersatzcafé. Saba waren die Radiogeräte und dann öffentlicher Funksprecher, ja? Ja. 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 Und da haben wir noch viele alte Fotos auch. Ja. Sehr schön. Ja, da haben wir Maggi nochmal. Ja. Und Max von Schenkendorf, der Poet aus Tilsit, der wurde hier geboren in der Backhofstraße. Aha. Ja, und der war Zeitgenosse von der Königin Luise, hat an sie auch Gedichte geschrieben. Aha. Und er hat auch an Alexander den Ersten auch extra ein Gedicht gewidmet. Mhm. Ich habe sogar ein Buch gekauft, als ich die erste Zeit hier war. Hier, habt ihr vielleicht auch? Wir haben hier ein altes Buch. Das ist ja Gedichte. Seine Manuskripte und hier auch die Urkunde, Grundsteinlegungsurkunde vom Denkmal. Jetzt zeige ich ihn nochmal. Ja. Der Freiheitskämpfer aus Tilsit. Ja. Er kämpfte gegen Napoleon, gegen diesen Joch, den Napoleon über ganz Preußen überbrachte. Natürlich, ja. Er hat ja fast ganz Europa damit überzogen, ne? Ja, und Preußen auch nochmal ganz besonders, ne? Ja, ja. Naja, ihr habt noch viel mehr zu bieten. Vielleicht machen wir noch ein zweites Video mal in der nächsten Zeit. Aber ich will immer nicht so lange machen, weil die Zuschauer meistens immer nur kurz schauen. Das ist so das Medium der Videos im Internet, ne? Der Kanäle, du weißt eh. Ja, also haben wir aber einen sehr, sehr schönen Eindruck. Und auch in dem kurzen Video hast du so viele Einzelheiten genannt. Schön. Das muss ich sehr viel Dank sagen, weil das meiste weiß man gar nicht. Ich wusste auch längst nicht alles, was du jetzt erwähnt hast. Wir haben lange Zeit schon keine deutsche Besucher hier so gehabt. Ah, ja, wir haben uns auch gefreut. Ja, danke schön. Unser Deutsch, mein Deutsch, etwas zu erfrischen. Ja, sehr gut, aber du sprichst sehr gut. Mein Kompliment, wirklich jeder versteht dich in Deutschland, in Österreich, wo und auch in immer. Hier in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg. Ja, alle Augen zählt. Ja. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Jekaterina. Wir sehen uns wieder. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.